Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 15. Dezember. Ich grüße Sie wieder an dieser Stelle und nachdem der Australdollar gegenüber dem US-Dollar gestern vornehmlich weiter performen konnte, wollen wir heute auf den Euro gegenüber dem britischen Pfund schauen. Zum einen haben wir jetzt in einer guten Stunde jede Menge Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich. Das dürfte sehr interessant werden. Morgen dann auch noch den Arbeitsbericht aus UK. Also hier das britische Pfund im Vorfeld der Fed-Entscheidung am morgigen Abend hier sicherlich ja, in Sachen Volatilität reichlich gesegnet. Das dürfte für Bewegungen sorgen am Markt. Ansonsten gilt es jetzt hier erstmal abzuwarten, was der Euro eben im Verhältnis zum britischen Pfund so zeigt. Wir sehen heute hier neben dem Kiwi, der sich bislang sehr, sehr stark zeigt. Wir hatten hier in der Nacht auch Daten aus Australien und hier der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, also der Kiwi auch hier dadurch mit beflügelt. Auch ja hier in Sachen Rohstoffe, Milch, Entwicklung aus Neuseeland hier immer sehr, sehr abhängig, das Währungspaar. Aber Nummer zwei hier gleich ganz vorn dabei ist eben der Euro gegenüber dem britischen Pfund, den wir hier zuletzt am 2. Dezember coverten. Und damals sehen Sie hier diesen eingezeichneten blauen Tendenzpfeil, war durchaus eine spekulative Annahme, allerdings im Vorfeld eben der EZB. Unterm Strich kann man immer sagen, es hätte auch alles anders kommen können, aber die Tendenzen waren eben schon so, dass der Euro gegenüber dem britischen Pfund schon bullisch anmutete und genau das ist letztlich passiert. Doch bevor wir zum Tagesschart gehen, mal hier in den großen Monatschart. Sie wissen in Sachen 0,70 Bescheid, diese horizontale Unterstützung der Vorjahre. Hier, und das sehen wir hier insbesondere seit März, Schrägstrich dann hier seit den Sommermonaten immer wieder ein Kauflevel und genau das erfüllte sich hier mit dem Start in dem Dezember ebenso. Wir sehen hier eine sehr, sehr starke Kerze, bereits über 300 Pips gewachsen vom Tief an. Das ist hier wirklich ein sehr, sehr starkes Level, also knapp 300 Pips, was hier wieder mal bestätigt wurde mit dieser sehr, sehr starken Kerze. Und wir sehen eben hier nach oben hin durchaus noch ein Stück weit Luft auf Monatsbasis bis zu diesem Abwärtstrend, der hier aus 2013 herrührt. Zudem hier oben im Bereich 0,74, das sehen Sie auch schön, durchaus ein signifikanter Widerstand zu identifizieren, zu lokalisieren ist. Und genau dieser dürfte, Schrägstrich könnte, jetzt hier als nächstes Ziellevel dienen. Und das heißt, wir haben hier noch ein Stück weit was vor uns, beziehungsweise das Währungspaar hier durchaus noch weiteres Aufwärtspotenzial. Gehen wir mal dazu in den Tagesschart. Hier, wie gesagt, am 2.12. die Analyse. Da standen wir hier unmittelbar vor diesem auf Tagesbasis ersichtlichen Widerstandsbereich 0,7055. Da gab es hier auch schon im November Fehlausbrüche, aber dieses Level eben auch hier im November einst Unterstützung, dann unterschritten, die Marke von 0,70 hier magisch wieder sozusagen als Unterstützung, Nachfolgeunterstützung fungiert. Dann gab es hier eben Ende November die Ausbruchsversuche, scheiterten letztlich kläglich und dann am 2.12. vor dem Hintergrund dieser vorausliegenden, auch bullischen Annahme der Saisonalität, das ist jetzt übrigens die aktuelle Saisonalität mit Blick auf die kommenden 20 Tage bis in den Januar hinein. Und Sie sehen hier speziell heute Schrägstrich bis zum Jahreswechsel grundsätzlich ein bullischer Rückenwind. Das sieht schon mal ganz interessant aus. Heute kommt übrigens auch noch was Interessantes in Sachen Indizes und Saisonalität und da auch speziell in Sachen Weihnachtsrallye. Das wollen wir uns nochmal statistisch ein Stück weit anschauen. Aber jetzt hier zurück zum Euro gegenüber dem britischen Pfund. Der macht hier ein ähnlich bullisches Bild. Und genau so sieht es eben jetzt auch hier auf Tagesbasis aus. Die damalige Annahme, zugegebenermaßen durch die EZB, erfüllte sich schneller als erwartet. Aber grundsätzlich die Tendenz, dass wir hier den Widerstand 0,7215 anlaufen, wurde erfüllt. Gut, wie sieht's aus? Wir haben heute schon wieder einen positiven Tag, sind allerdings am gestrigen Tageshoch gescheitert. Das schauen wir uns gleich mal im 15-Minuten-Chart noch konkret an. Dennoch der Bias hier durchgehend bullisch. Auch wenn wir hier jetzt vom letzten Tief sozusagen mal eine Aufwärtstrendlinie aufgrund der zwei lokalen Tiefpunkte skizzieren können, wird deutlich, dass wir hier auch so eine Art, entweder Flagge könnte man sagen, bärische Flagge dann, oder aber eben hier bullischer Trendkanal, zeigt aber auf, dass es hier nach oben durchaus weitergehen könnte. Wichtiger Support ist jetzt hier der Bereich einst Unterstützung, mal dann mit Durchbruch Widerstand. Dieses Level um 0,7215 sollte auf der Unterseite jetzt nicht unterschritten werden. Deswegen machen wir da auch hier ein ganz signifikantes Unterstützungslevel draus. Die alte Widerstandszone lassen wir mal so. Aber das wichtige Level ist jetzt hier 0,7215. Oberhalb dessen besitzt das Währungspaar durchaus weiteren Spielraum. Achten Sie, wie gesagt, heute 10:30 Uhr und morgen 10:30 Uhr auf
das britische Pfund, speziell auch Euro gegenüber British Pound. Hier kann jetzt dann viel passieren. Sollten die Daten gut reinkommen für das britische Pfund, der Euro dementsprechend schwächeln, wären mögliche Rücksetzer hier in diesem Bereich durchaus Kaufmöglichkeiten im Sinne der Saisonalität und auch der technischen Ausgangssituation, die auch hier durchaus positiv wirkt, hier unter Umständen günstiger reinzukommen. Kleine Spikes unter die Aufwärtstrendlinie sind legitim. Wichtig ist hier das Level von 0,7215 rund. Dann kann man auch hier einen Stop setzen unterhalb von 0,72. Sozusagen würde das Bild kippen und dann wären hier sozusagen die Bären sicherlich im Vorteil. Und dann könnte es durchaus auch entgegen der Saisonalität nochmals zu einem Test der Marke von 0,70 kommen. Auch morgen die Fed natürlich wird hier nicht unbedingt wenig Einfluss ausüben. Gerade auf den Euro bezogen kann das natürlich dann morgen auch hier am Abend/Donnerstag zu erratischen Bewegungen führen. Aber die Ausgangssituation aktuell technischer Natur auf jeden Fall relativ klar. Fast schon zu klar, will ich meinen, aber wir müssen uns anhand dessen orientieren, was uns die Charts präsentieren. Und das zeigt nun mal mit der Saisonalität, mit dem Ausbruch hier durchaus weiteres Aufwärtspotenzial an. Der Tag heute, übergeordnet der Euro gegenüber dem britischen Pfund ja eher in einer Schwächephase, sehen Sie auch hier anhand der letzten 52 Handelswochen. Kein Tag, der statistisch hier einen Vorteil aufwiegt. Im Gegenteil, morgen der Mittwoch mit nur 34% der bärischste Handelstag beim Euro gegenüber dem britischen Pfund. Ob es so bleibt, muss nicht so sein, aber letztlich hier ganz klar die Ansage, dass es rein statistisch Mittwoch sich um keinen bullischen Handelstag handelt. Also wenn Rücksetzer kommen, die statistisch hier begründbar wären und auch eben aufgrund der erratischen Newsbewegungen, die hier möglicherweise heute und morgen anstehen, könnte man hier trotzdem versuchen, oberhalb von 0,7215 das Währungspaar einzufangen, um dann eben hier im Rückenwind der generellen Chartsituation nach oben teilzunehmen. Denn der Monatschart lässt eben Spielraum bis 0,74 zu, der Tageschart hier ebenfalls, da sehen wir sogar noch ein Stück weit drüber, hier 0,7420, 0,7430, hier die Hochs vom Mai, Schrägstrich, hier Oktober, das ist eine Zielzone, die hier durchaus erstrebenswert scheint für das Währungspaar. Jetzt mal kurz zu den Stundenchart. Wie sieht es heute aus? Wir haben aktuell schon 51 Pips absolviert. Das Währungspaar selber ist hier im Bereich 60, 70 Pips unterwegs. Das heißt, die Tagesrange ist eigentlich schon erschöpft. Was hier auch schön zu sehen ist, wir haben hier beim RSI eine negative Divergenz. Also kurzfristig könnte das hier durchaus für fallende Preise sprechen, nachdem wir am gestrigen Tageshoch gescheitert sind. Ja, exakt hier gab es direkt heute hier in der Morningkerze sozusagen einen Touch. Jetzt sehen Sie hier diese bärische Reaktion. Da muss man natürlich jetzt mal aufpassen, was hier, wenn es weiter nach unten geht, am Pivot-Level passiert. Wie gesagt, in 10:30 Uhr könnte es nochmal sehr, sehr volatil werden, aber wir haben hier einen kleinen Support. Schon oberhalb von 0,7215, das ist auf Tagesbasis die Unterstützung, haben wir hier im Bereich 0,7250, 0,7245, ein Bereich, der sich an den Hochs dieser Kerzen ableitet, vom 10. und 11. Dezember. Dann eben hier mit den gestrigen Rücksätzen hier eine sehr, sehr schöne Horizontalunterstützung, dass, wenn die hier angesteuert wird, inklusive des Pivot Points, hier durchaus einen tragfähigen Boden bilden könnte, um dann daraufhin wieder ein Aufwärtssignal zuzulassen. Dennoch hier die negative Divergenz am gestrigen Tageshoch lässt jetzt durchaus Spielraum zu nach unten. Gehen wir dazu mal in den M15. Anhand des MetaTraders sehen wir auch hier die Asia-Range, wurde schön dynamisch verlassen, dann jedoch am Vortagshoch gescheitert und jetzt kommt er eben zurück. 0,7250 haben wir auch hier, da sind wir immer noch am Tief der Asia-Range. Man sollte eben, wenn es hier einen tiefen Rücksetzer gibt, darauf achten, dass es hier nicht signifikant unter das gestrige Abendtief/Schrägstrich das Tief der Asia-Range geht. Überdies sehen wir hier auch sehr schön die Average Daily Range, ja, 0,7311, das heißt hier eben mit den 51 Pips, die wir schon gemacht haben im Schnitt, letzten 14 Tage 61, wenn wir es noch weiter ausdehnen, sind es dann 70 Pips, ist hier nicht mehr viel möglich. Allerdings eben, wenn wir uns hier stabilisieren, kann es hier nochmal einen schönen Rebound nach oben geben oder aber eben dann, wenn es hier unter 0,7240 gibt, hier zu einem ganz entscheidenden Test der Marke kommen. Da sehen Sie auch hier ehemaliges Vormonatshoch, Vortagestief, der Bereich 0,72. 0,6, 0,72, 0,7215 wäre dann hier ein sehr, sehr interessantes Level, um auf das Währungspaar nochmal aufzuspringen. So, dann warten wir mal ab, was heute noch kommt. Letztlich denke ich, die Rahmenbedingungen für das Euro gegen den britischen Pfund kurzfristig leicht bärisch, auf Tagesbasis dann jedoch wieder hier durchaus bullisch. Sieht ganz gut aus, wollen wir mal abwarten, was passiert. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.